Ich beleuchte hier eine Studie der Webseite fitnessvolt.com und die trägt eigentlich genau das zutage, was im Sinne der Evolution super logisch ist. Befragt wurden dabei über 1000 Frauen von 18 bis 55 plus und diese hatten bei ihrer Auswahl diese vier Körper- bzw. Fitnesstypen zu bewerten. Nummer 1 wird hier als Skinny bezeichnet. Das ist der extrem dünne und hagere Körpertyp ohne nennenswerte Muskelmasse bei ebenfalls sehr geringem Körperfettanteil. Das heißt nicht, dass dieser gar keinen Sport macht, nur eben, dass er vermutlich keine Gewichte anfasst und, sofern er sportlich aktiv ist, hauptsächlich im Cardio-Bereich trainiert. Der zweite Typ, der hier zur Auswahl stand, ist Lean. Das heißt immer noch schlank bei geringem Körperfettanteil, aber schon etwas mehr Proportionen und auch mehr Muskelmasse. Das ist, würde ich sagen, der Normaltyp, der schon auf seine Ernährung achtet, vielleicht in der Fußballmannschaft spielt und vielleicht sogar sporadisch mal eine Hantel in die Hand nimmt. Typ Nummer 3 ist der athletische Körpertyp, der schon deutlich sichtbar Fleisch auf den Knochen hat, breite Schultern, schmale Hüfte bei immer noch geringem Körperfettanteil. Für diesen Typ ist also Kraft- oder Kampfsport fest in den Alltag integriert. Der vierte Typ ist dann der Muskelbepackte, der durch so viel Masse wie möglich glänzt, ohne Rücksichtnahme auf ein schlank definiertes Bauchbild. Das ist also der klassische Muskelprotz, bei dem ja Frauen oft vorgeben, ihn überhaupt nicht zu mögen oder sogar abstoßend zu finden. Okay, erstmal steht körperliche Fitness für Selbstdisziplin und Gesundheit. Das heißt also, unabhängig von den Typen hier müssen Frauen das attraktiver finden als einen gänzlich unfitten, vielleicht fettleibigen Schwächling, der nach 5 Treppenstufen schon in Atemnot gerät. Wie aber unterscheiden Frauen gemäß der Umfrage hier? Alle befragten Altersgruppen zusammengefasst ergibt sich dieses Bild hier, das eigentlich keinen überraschen kann. Für beinahe die Hälfte der Ladies ist der athletische Körpertyp der attraktivste. Gefolgt von schlank und muskulös, vor gänzlich abgeschlagenem Hering, bei dem man das Vaterunser durch die Rippen pusten kann. Wie gesagt, ist das nicht überraschend, ist einem der genetisch verankerte Drang nach Gesundheit bzw. gesunden Nachkommen bei Frauen bewusst. Am gesündesten und vermutlich auch am verteidigungsfähigsten in allen Lebenssituationen wirkt nun mal der athletische Typ. Der Muskelmann liegt hier vielleicht hinten, weil in puncto Ausdauer, Explosivität und vielleicht auch in Sachen Lebenserwartung Defizite erkannt werden. Der dünne Lauch hat hier keine Chance. Ganz einfach, weil er derart schwächlich und fast schon kränklich wirkt, dass in den Augen der Frau Folgegenerationen Hunger leiden und somit Lebensgefahr für diese bestehen könnte. Dein äußeres Erscheinungsbild suggeriert also Frauen etwas, und es sendet ganz klar Botschaften ab, die viel tiefer gehen, als dies durch bloße Modeerscheinungen zu erklären wäre. Hier siehst du, dass jüngere Frauen, nämlich von 18 bis 24, eine sehr starke Tendenz für den athletischen Mann haben, aber auch verglichen mit den etwas älteren Frauen auf das Muskelpaket setzen. Markant bei den 18- bis 24-Jährigen ist, dass diese Altersgruppe das Muskelpaket am meisten von allen Frauen liebt bzw. akzeptiert. Große Muskeln suggerieren nun mal viel Kraft, was wiederum ein Zeichen für Verteidigungsfähigkeit ist, welche in diesem Alter, würde ich sagen, durch das höhere Risiko, das jüngere Männer eingehen, folgerichtig eine sehr wichtige Größe sein muss. Eine Verschiebung von Muskelmasse, also Muskelprotz und oder athletisch, in Richtung schlank, findet dann erst ab ca. 35-jährigen Frauen statt. Der dünne Lauch hat wie zu erwarten bei gar keiner Altersgruppe eine Chance. Wie könnte er auch? Kraft, Explosivität, Gesundheit, Masse und Größe können allesamt Testosteron und Zeugungskraft suggerieren. Schwäche, wenig Muskeln und zu wenig Masse schließen das fast schon aus. Interessant ist hier noch die Frage bzw. der Mythos, ob es für Frauen ein kategorischer Abturner wäre, wenn ein Mann zu muskulös ist. Was meinst du, wie hier das Diagramm aussieht? Unterteilt in Ja, Nein, Vielleicht. Ja, vielleicht 50%, so wie das gefühlt die Hälfte der Frauen von sich behauptet? Nicht wirklich. Gerade mal 26,5% aller Frauen
betrachten zu viele Muckis als Abturner. Über 57% können mehr als nur damit leben. Und wie schaut's auf der anderen Seite bei unserem Nudelarm aus? Stört Frauen nicht, sagen sie, stimmt's? Kommt ja nur auf die inneren Werte an, gelle? Für mehr als 20% kann das unmöglich ein Abturner sein, oder? Falsch gedacht. Für beinahe 50% der Frauen ist ein zu hagerer Mann ein K.O.-Kriterium. Warum das so ist, habe ich erläutert.